Anlässlich der Westbalkan-Konferenz mit Bundeskanzler Werner Faymann. Und genau in diesem Geiste des Miteinander müssen wir auch in Asylfragen dafür sorgen, dass nicht ein Land auf Kosten eines anderen sich einen Vorschlag ausdenkt, sondern dass wir gemeinsam Vorschläge entwickeln, die die Außengrenzen sichern, die aber auch dann die Verteilung, die faire Verteilung mit einer verpflichtenden Quote ermöglichen, die die Kriminalitätsbekämpfung so stärken, dass nicht die Schlepper stärker sind durch internationale Zusammenarbeit als wir in der Verbrechensbekämpfung. Wir haben also viel zu tun. Diese Konferenz war daher ein wichtiger Beitrag, diese Zusammenarbeit und diesen Respekt, diesen gegenseitigen, in unserer Region zu verstärken. Anzugehen und auch Lösungen zu finden. Wir haben mehr Flüchtlinge auf der Welt, als wir dies jemals nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Wir in Europa haben es geschafft, in Frieden zusammenzuleben und auch mit den Ländern des westlichen Balkans den Friedensprozess unumkehrbar zu machen. Unsere Pflicht ist es jetzt, sowohl in den entsprechenden Regionen dafür zu sorgen, dass dort Frieden auch wieder Realität wird, aber aus unserer eigenen historischen Erfahrung ist es auch wichtig, den Menschen, deren Leben bedroht ist, Schutz und Hilfe zu geben, wo immer sie das auch verdienen und wo immer sie in ausweglosen Lebenssituationen sind. Und jeder weiß, wie die Situation in Syrien ist. Jeder weiß, was die Nachbarstaaten Syriens bereits an Belastungen tragen. Und deshalb ist Europa als reicher Kontinent nach meiner festen Überzeugung in der Lage, diese Aufgabe zu bewältigen. Und so wie wir alle Probleme der Europäischen Union in den letzten Jahren, ob es die internationale Finanzkrise, die Eurokrise oder andere waren, im Geist der Solidarität gelöst haben, so müssen wir das diesmal wieder schaffen. Und die Welt schaut auf uns. Das sehen wir an den Stellungnahmen der Vereinten Nationen. Und deshalb unterstütze ich das, was Werner Faymann gesagt hat. The signing last Tuesday of four very difficult and very important agreements by Prime Minister Vucic and Prime Minister Mustafa. Under the facilitation of the European Union, but they were the brave ones, the committed ones, the dedicated ones that showed leadership and courage, delivering for their people and for the people of the region on four difficult issues, on energy, telecommunications, the establishment of an association community of Serb majority municipalities, and on the freedom of movement, the Mitrovica Bridge, four difficult issues on which we managed to build understanding and opening the way forward, not only to bilateral understanding and cooperation, but also setting, I think, an example to the whole region of what kind of cooperation the Western Balkans need. We today succeeded to sign a joint declaration on the establishment of regional youth cooperation office, guided by the experience of Franco-German relationship and their youth office, and also the good news is that not only Serbia and Albania accepted that, but all the other Western Balkan countries, plus Slovenia and Croatia, supported it. We'll work together on a basis and with a main aim to convince all the people in the region, particularly young people, that friendship and reconciliation and common and joint work is something that is very worthwhile, that might be paid off, and there is no alternative to get to that kind of a work. Now we have, especially coming to the refugee crisis, a moral and legal duty to protect them. This is an international duty that we, as Europeans, value as the priority number one. These people come to Europe and come to Europe for protection. They need Europe to protect them, and we need to live up to our standards of human rights and respect of international obligations to protect them. We need a European approach, and everybody says so. Everybody says so. We need a European approach. The problem is that everybody understands Europe in a different way. Now, Europe is together, Brussels and the Brussels-based institutions, member states, and also our neighbors, especially in this region. Damit schließe ich die Pressekonferenz. Herzlichen Dank.